So, willkommen zu einem neuen Videobeitrag. Heute geht es um das Thema Labordiagnostik bei Long-Covid-Syndrom. Und in dem Video würde ich Ihnen mal zeigen, welche Laboruntersuchungen letztendlich sinnvoll sind, mal ein bisschen ein paar einführende Worte über diesen Symptomkomplex verlieren und Ihnen auch vorstellen, wo die Diagnostik zu kriegen ist, wo man das Ganze finden kann. Wenn wir uns mal angucken, Long-Covid, Post-Covid, was man darunter versteht, wie die Definition ist, Symptomverlauf, längerer Symptomverlauf ab der 4. Woche bis der 12. Woche oder manche Patienten auch noch viel länger nach einer Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2, persistierende Symptome. So ein Krankheitsbild ist in der Medizin eigentlich erst in Fokus gerückt jetzt durch die Corona-Infektion, ist aber eigentlich schon länger bekannt. Wir kennen das Krankheitsbild eigentlich schon länger, postvirales Fatigue-Syndrom, zum Beispiel nach Epstein-Barr-Virus-Infektion oder zum Beispiel nach Varicella-Zoster-Infektion. Also sowas gibt es schon länger, dass bestimmte Patienten, manche Patienten eben nach so einer Infektion, viralen Infektion, dann eben Allgemeinsymptome mit entwickeln. Was mir an der Stelle vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass man auch immer wieder beobachten kann, dass auch Patienten, die geimpft sind, die vollständig geboostert sind, eben nach der Impfung, durch die Impfung möglicherweise eben auch so ein postvirales Symptomkomplex entwickeln können. Auch das gibt es. Die Symptome, die dort auftreten, sind vielfältig und per Definition dann auch so nochmal, dass die Symptome eben einfach neu auftreten. Fatigue, diese Müdigkeit, die eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, die auftreten, die Tatsache, dass einfach eine geringe Belastbarkeit stattfindet, dass eben ein Patient eben sowohl, wenn er irgendwo arbeitet und irgendwo liest oder so weiter, dass so eine Erschöpfungssymptomatik eintritt oder auch bei körperlicher Bewegung. Und das Ganze kann dann auch einhergehen eben mit so einer Dyspnoe, das heißt mit der Atemnot. Weitere Symptome sind Kopfschmerzen oder was eben von Anfang an schon letztendlich bei SARS-CoV-2 sehr gut beschrieben ist, die auftretenden Riech- oder Geschmacksstörungen. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, dass eben durch die virale Infektion auch die Nerven mit beeinträchtigt werden können. Schlafstörungen können auftreten und es kann neu auftreten, zum Beispiel auch eine Schmerzsymptomatik, so wie wir es bei einer Fibromyalgie kennen, diffuse Schmerzsymptomatik, Wechseln zum Beispiel, Gelenke können betroffen sein, Muskulatur kann betroffen sein. Dann das Neuauftreten von psychischen Beschwerden, Depression, Angststörung, soziale Ängste, soziale Phobien, die auftreten können. Also es ist ein sehr komplexer Symptomkomplex. Wobei heute nach wie vor unklar ist, was denn so genau eigentlich so der Auslöser ist und welcher Pathomechanismus da dahinter steckt. Das ist gerade so Gegenstand der Untersuchungen und auch der vielen Publikationen, die zu diesem Thema erscheinen. Aber nach wie vor ist es halt für die Betroffenen, die letztendlich dort ein Problem haben, schwierig natürlich dort einen adäquaten Ansprechpartner zu finden, die das letztendlich diesen Symptomkomplex letztendlich auch in ihrer Ganzheitlichkeit betrachten, sehr viel verteilt eben über die Fachkollegen. Was sehr, sehr wichtig ist, ich werde natürlich jetzt auch über Labordiagnostik sprechen, aber sehr wichtig ist natürlich immer mit dem jeweiligen Patienten die Anamnese, das heißt die Erhebung der Krankengeschichte, genau zu gucken, was ist passiert, wann war die Infektion, wie haben sich die Symptome entwickelt. Auch die Frage immer zu stellen, was war vorher schon. Gibt es Risikofaktoren, gibt es Triggerfaktoren, die ursächlich daran beteiligt waren, dass sich eben jetzt so ein Symptomkomplex entwickelt. Ganz wichtig, die körperliche Untersuchung, die echt immer notwendig ist. Das heißt, wir müssen auch gucken, neurologische Untersuchungen, gibt es neurologische Defizite, wie ist die Ermüdung, gibt es Gleichgewichtsstörungen und. Dann bildgebende Verfahren, ganz klar, Aufnahme der Lunge, eine ganz normale Röntgenaufnahme, Aufnahmen letztendlich des Gehirns möglicherweise, die notwendig sein können, dass man sich ein CT, MRT anguckt, weil man muss natürlich auch differenzialdiagnostisch immer ganz offen dran gehen, weil es gibt so Medizinspruch, Patient kann auch Läuse und Flöhe haben. Das heißt, wir müssen immer offenen Blickes letztendlich da dran gehen.
Dann die Durchführung von Funktionstesten, wie es zum Beispiel auch bei uns jetzt gemacht wird, dass man Riech- und Geschmacksteste hat. Das sind relativ einfach durchzuführen. Da gibt es auch Riechfläschchen und da muss man entsprechend gucken, kann man noch die einzelnen Substanzen, die man da riechen kann, kann man die erkennen, Geschmackstest. Dann eine Schlafdiagnostik, möglicherweise auch eine Schlafapnoe-Messung, wenn Schlafstörungen vorliegen. Auch eine vernünftige Schlafanamnese, die notwendig ist. Dann Untersuchungen wie zum Beispiel ein HRV-Test, das ist eine Herzratenvariabilitätsuntersuchung, die uns eine Aussage trifft über zum Beispiel Verschiebung sympathisches, parasympathisches Nervensystem. Und dann die ganzen neuropsychologischen Testverfahren, wie zum Beispiel auch die MoCA-Test, Demenz-Test und so weiter, die man dann untersuchen kann. Und dann am Schluss natürlich die Labordiagnostik. Bei der Labordiagnostik ist es so, dass ich mich orientiert habe an den Empfehlungen der S1-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Da gibt es eine offizielle Leitlinie, wo die entsprechenden Laborparameter drinstehen. Und ich habe aber, und das ergänzt eben durch Laboruntersuchungen aus meiner eigenen Erfahrung raus als Laborarzt, fast 30 Jahre Laborarzt mittlerweile und auch durch meine Erfahrung als Spezialist für funktionelle Medizin. Funktionelle Medizin ist keine offizielle Facharztweiterbildung in Deutschland oder in der anerkannt, aber in den USA vor allem oder international sehr verbreitet. Funktionelle Medizin ist eine sehr starke wissenschaftliche, biochemisch orientierte Individualmedizin, also die Ganzheitlichkeit, dieses Netzwerk letztendlich, dieses kybernetische Netzwerk Mensch letztendlich versucht, so im Ganzen zu erfassen. Habe ich hier nochmal meinen Namen eingeblendet, wie gesagt, Dr. Med. Ralf Kirkham, ich bin Facharzt für Labormedizin und jetzt gehen wir mal weiter auf meine Homepage, weil da habe ich diesen Anforderungsbogen für die Laborparameter zusammengestellt, wo Sie auch nach dem Video jederzeit reingucken können und sich dann nochmal orientieren können. Und da gehen wir mal hier raus und gehen wir mal ins Internet und gucken uns mal das Leistungsspektrum an. Und zwar, wenn Sie auf der Homepage sind, dann finden Sie dort eine Rubrik Labordiagnostik. Jetzt muss ich gucken, dass Sie das dann Ihnen auch da zeigen muss. Eine Rubrik Labordiagnostik, da klicken wir mal drauf und da gibt es dort oben den Bereich Leistungsspektrum. Und hier finden Sie entsprechend so Anforderungsformulare mit einer ganzen Reihe Untersuchung, Basislabor, Reizdarmdiagnostik. Und hier finden Sie auch den Anforderungsbogen Labordiagnostik bei Long Covid und haben Sie gesehen, sind Long Covid und Bild bin ich nach wie vor noch. Und da gehen wir jetzt hier mal drauf. Und wie gesagt, hier finden Sie jetzt die ganzen Untersuchungsparameter. Jetzt noch ein Wort dazu, auch zu den Preisen, was Sie dort sehen. Es ist so, dass ich nur eine Zulassung habe als Privatarzt, keine kassenärztliche Zulassung. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel zu mir kommen wollten, dann ist es so, dass ich nur rein privatärztlich arbeiten kann und nur die Laboranalytik und auch alle Untersuchungen letztendlich nur als Selbstzahler, ja, auf eigenen Wunsch oder eben privat abrechnen kann. Ich habe keine Kassenzulassung. Es ist aber so, dass diese Untersuchungen, die eben bei der Long-Covid-Basisdiagnostik vor allen Dingen relevant sind, durchaus auch Leistungen sind zulasten der gesetzlichen Krankenkassen, also Basisuntersuchungen darstellen. Da ist es aber abhängig letztendlich natürlich, zu welchem Arzt gehen Sie, wer betreut Sie und die Entscheidung, welche Laborparameter durchgeführt werden sollen, liegt immer bei dem jeweiligen behandelnden Kollegen. Also da muss man klar sein, da gibt es keinen irgendwie auch immer gearteten letztendlich Rechtsanspruch drauf. Das, was ich Ihnen hier vorstelle, ist das eben S1-Leitlinie und meine eigene Erfahrung, meine eigenen Ideen, das, was ich für relevant erachte, das habe ich hier eingebracht. Gut, gehen wir mal hier drauf auf diesen Bogen und da kann man jetzt, wenn man mit der Maus hier drüber geht, dann jeweils immer an diesen Fenstern, hier sehen Sie immer diese kleinen Fenster, da kann man die entsprechend aufklappen und da findet man die Analytik dazu. Das erste hier sind die entsprechenden Antikörper zum Nachweis, ob die Immunitätslage entsprechend nach der Infektion Antikörper gebildet worden sind. Und hier empfehle ich eigentlich immer zwei Antikörpergruppen, nämlich die Antikörper, die dieses Spike-Protein nachweisen, ja, das heißt,
Trimeric S IgG-Antikörpernachweis jetzt von der Firma Diasorin, den wir hier verwenden, und zusätzlich nochmal der Neutralisationstest zum Nachweis neutralisierender Antikörper. Das ist so das, was ich empfehle. In einem älteren Video, was der eine oder andere von Ihnen vielleicht gesehen hat, habe ich auch über den T-Zell-Spot berichtet. Den würde ich hier an der Stelle nicht mehr empfehlen. Der T-Zell-Spot, der die T-Zell-Immunität nachweist, bringt uns hier in diesem Fall überhaupt keinen Vorteil. Dieser Test ist wissenschaftlich nicht anerkannt. Es gibt kein Genesenzertifikat dazu. Von dem her, und er ist teuer letztendlich, und von dem her würde ich Ihnen empfehlen, das Geld lieber einzusparen und in andere Bereiche zu investieren. Dann haben wir die Basisdiagnostik. Das ist das, was im Wesentlichen eben der Leitlinie entspricht, die von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften kommt, was man dort untersuchen soll. Und es geht los hier bei dieser Basisdiagnostik, dass man Blutbild untersucht, dass man guckt, wie ist der Blutzucker, gibt es Störungen im Bereich des Blutzuckers, Hypoglykämie, Gesamteiweiß sich anguckt, und dass man dann die ganzen Organsysteme prüft, Leberwerte, GOT, GPT, Gamma-GT, die Nierenfunktion prüft, Harnstoff, Kreatinin, Natrium, Kalium, Calcium und Phosphat. Das sind so die wichtigsten Nierenparameter. Dann finden wir ganz häufig bei Post- oder Long-Covid-Syndrom eben das Störungen des Herzens, kardiale Störungen. Hier untersuchen wir ein Enzym, die Kreatinkinase, also das Isoenzyme, die von Muskulatur und Brain auch freigesetzt wird, CK-Gesamt, CKMB, Troponin, ein Marker, der uns auf eine direkte Schädigung des Herzens Hinweis gibt, und auch das sogenannte N-terminale Pro-NBNP. Ein wichtiger kardialer Marker, der uns dann so eine Aussage darüber gibt, schon ob die Herzfunktion letztendlich ausreichend ist, ob eine Herzinsuffizienz vorliegt. Wichtig sind dann das nächste Punkt, das sind dann die, ich mache mal die Pläne da auch nochmal dran, das sind, wichtig sind dann hier die Funktion der Gerinnungsaktivierung. Der nächste Punkt, Gerinnungsaktivierung, Untersuchung Fibrinogen und die D-Dimere, und wenn es entsprechend einen Hinweis gibt auf eine Thrombophilie, dann eben auch noch diese Antiphospholipid-Syndrom. Die habe ich aber später, die stehen in der Stufendiagnostik eben nicht ganz oben. Wichtig ist zu gucken, ob sich ein Autoimmunprozess entwickelt hat. Das ist der nächste Punkt hier. Das ist dann die Autoimmunität. Und hier untersuchen wir antinukleäre Antikörper und DNS-Antikörper. Dann als nächstes die Immunglobuline. Die IgA, IgG, IgM und IgE, die habe ich von der Fachgesellschaft jetzt übernommen, und meines Erachtens haben die Immunglobuline eher eine untergeordnete diagnostische Aussagekraft. Dann gucken wir nach der Schilddrüse, Suchparameter des thyroidea-stimulierte Hormon, TSH als Suchparameter, und als Suchparameter auch das Stresshormon Cortisol, was wir im Blut hier untersuchen, um zu sehen, ob die Stressachse aktiviert ist, Cortisol hoch ist, oder ob die Stressachse zusammengebrochen ist, was es genauso gibt. Es gibt die Überfunktion und die Unterfunktion, ein Erschöpfungssyndrom, das ist die sogenannte adrenale Fatigue. Dann die nächsten Punkte, genau. Die nächsten Punkte, das sind Inflammationen, die Entzündungswerte. Und hier gibt es schon auch eine große Abweichung zu den Empfehlungen. Und zwar bei den grundsätzlichen Empfehlungen ist die Blutsenkung mit drin und das sogenannte C-reaktive Protein als Suchparameter. Beides sehr gute Parameter. Aber ich möchte das Ganze wirklich noch ergänzen durch ein weiteres Parameter, durch IP-10. IP-10 ist ein Marker, der freigesetzt wird durch eine Interferon-Gamma-Aktivierung. Und jede aktive Virusinfektion geht mit einer Aktivierung eben einher, und dadurch wird IP-10 freigesetzt. Und IP-10 ist ein wirklich hervorragender, wunderbarer Suchparameter, wo man einfach gucken kann, liegt denn eine Aktivierung vor? Liegt denn möglich eine virale Aktivierung vor? Und IP-10, wenn das jetzt positiv ist, allein die Tatsache, ob das positiv oder negativ ist, gibt uns schon einen Richtungshinweis, in welche Richtung wir weiter gucken müssen. Tumor eine große Faktor Alpha, auch ein wichtiger Entzündungswert, der uns eine Aussage darüber gibt, über die Makrophagenaktivierung. Komplementfaktoren, die greifen ins Gerinnungssystem, Immunsystem ein, auch wichtige Parameter, die uns eine Aussage treffen über die Immunaktivierung.
Jetzt haben wir einen nächsten Punkt, das sind die Mineralstoffe. Hier gibt es auch eine Abweichung zu dem, was so die Empfehlungen der Fachgesellschaften ist. Da empfehle ich eben eine Vollblutanalyse zu machen, neben der Bestimmung von Natrium, Kalium, Calcium im Serum, wirklich im Vollblut zu untersuchen, weil viele Elemente wie Kalium, Magnesium, Zink oder Selen sind überwiegend intrazellulär zu finden. Das heißt, es macht wenig Sinn, nach einer Mangelsituation zu gucken, wenn man im Serum guckt, wo im abgeteilten Teil vom Blut, wo sowieso kaum was oder wenig von diesen Elementen zu finden ist. Da gibt es ein eigenes Video dazu über Mineralstoffe im Vollblut, was Sie bei YouTube oder auf meiner Homepage finden, falls Sie das näher interessiert. Dann die Vitamindiagnostik, auch die Empfehlung hier von den Fachgesellschaften, das habe ich so übernommen. Vitamin B1 wird empfohlen, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D. Eine Ergänzung von meiner Seite wieder, das sind die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind deswegen wichtig, weil sie als einen wichtigen Stellenwert haben in der Aktivierungskaskade der Entzündungsreaktion und viele, viele Menschen letztendlich einen Omega-3-Mangel haben und dadurch eine proinflammatorische Stoffwechsellage einfach mitbringen. Das ist eine wichtige Größe auch in der Therapie, dass man, wenn man antientzündlich dort arbeiten möchte. Gut, da können wir diese Rubrik zuklappen. Wie gesagt, nochmal wiederholen wir kurz nochmal Basisdiagnostik, das eher Leistungen, die dann auch im Bereich der gesetzlichen Kasse erbracht werden könnten. Dann Gerinnungsaktivierung. Hier haben wir Spezialparameter, das ist ein Diffus-Phospholipid-Syndrom. Wie gesagt, wenn man ein Hinweis ist, eben auf eine Thrombophilie, D-Dimer zum Beispiel hoch ist, dann würde man entsprechend weitergucken, ob ein Diffus-Phospholipid-Syndrom vorliegt. Hier untersucht man entsprechend Autoantikörper gegen das Kardiolipin, gegen Beta-2-Glykoprotein, IgG und IgM und Lupus-Antikoagulans. Okay, dann habe ich den Bogen jetzt so aufgebaut. Bei den Suchwerten vorne, bei der Basisdiagnostik, haben wir nur das TSH drin als thyroidea-stimulierendes Hormon, übergeordnetes Hormon für den Regelkreis der Schilddrüsenhormone. In vielen Fällen macht es aber Sinn, eben die peripheren Hormone mitzubestimmen. Gerade wenn eine Schilddrüsen-Unterfunktion oder Überfunktion zum Beispiel besteht, mehr eine Unterfunktion oder Immunprozess zum Beispiel besteht, dann macht man die peripheren Hormone dann mit dazu, und FT3 und FT4. Und wichtig eben auch die Thyroperoxidase-Antikörper, falls eben oder wenn sich zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse entwickelt, eine Hashimoto-Thyreoiditis zum Beispiel. Oder auch das ist ganz wichtig, wenn zum Beispiel jetzt bei einer bestehenden Hashimoto-Thyreoiditis, und auch das ist häufig eben durch die Infektion, infolge der Infektion, es praktisch zu entzündlichen Schüben wiederkommt. Also auch da dann zu gucken, was ist jetzt mit der Schilddrüse passiert. Das ist der Autoimmunprozess der Schilddrüse möglicherweise durch die virale Infektion durcheinander gekommen. Da danach zu gucken und das auch im Hinterkopf zu haben. Dann natürlich bei jeder Infektion auch, was passiert mit dem Immunsystem. Das Immunsystem ist ja dafür verantwortlich, eine Infektion, Virusinfektion oder auch andere Infektionen durch Bakterien zu regulieren, in den Griff zu kriegen. Und wenn ein Mensch eben, sag mal, sein Immunsystem nicht imstande ist, sag mal, einen viralen Prozess letztendlich zu beherrschen, letztendlich darauf adäquat zu reagieren, dann ist die Frage, liegt denn als grundsätzliche Ursache eine Störung, eine Immundysregulation vor? Und hier haben wir als erstes zu nennen hier die Immunstatus, ja, das Lymphozyten-Phänotypisierung. Und dann haben wir hier noch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Parameter, den man immer untersuchen sollte, und das ist die sogenannte natürliche Killerzellaktivität. Die natürlichen Killerzellen, stellen eine ganz entwicklungsgeschichtlich ganz, ganz alte Zellpopulation dar, und die natürlichen Killerzellen sind die Zellen, die in der Lage sind, eben unspezifisch Tumorzellen und Viruszellen zu inaktivieren. Und das wusste man vorher schon, diese NK-Zell-Untersuchung, das beschäftigt mich seit
20 Jahren oder sowas damit und führen ein Laborschluss seit ewiger Zeit durch. Und es sind viele Menschen letztendlich, die von Haus aus schon von vorne raus eine niedrige NK-Zellaktivität zeigen und dann natürlich besonders vulnerabel sind, wenn sich dann obendrauf letztendlich so eine Virusinfektion drauf pfropft. Ja, also NK-Zellaktivität, meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Größe, danach zu gucken. Dann ein proinflammatorischer Zytokinstatus, Frage letztendlich, liegt eine Entzündungsneigung vor? Dann gehen wir zur nächsten Rubrik über, auch ein häufiges, riesiges Problem. Und das ist das postvirale Müdigkeitssyndrom, die Fatigue, die Konzentrationsstörung, die auftritt. Und hier ist es so, immer dann, wenn eben so ein Müdigkeitssyndrom auftritt, dann stellt sich die Frage, warum ist das passiert? Was ist der Auslöser dafür? Wir haben in unserem Organismus als Treibstoff dieses ATP, das Adenosintriphosphat. Und ATP, dieser Energietreiber oder unsere Energiewährung im Körper, wird produziert in den Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Und durch Entzündungsreaktion kann es, oder durch oxidativen Stress, Entzündung, proinflammatorisch, oxidativer Stress, kann es zur Entkopplung eben der Atmungskette kommen. Und dann wird eben nicht ausreichend genug Energie produziert. Und das ist das, was viele Patienten eben mit dem postviralen Müdigkeitssyndrom ja auch erleben, dass eben, wenn man sich körperlich belastet, das dann geht über eine kurze Zeit, 3, 4, 5 Minuten und auch noch länger, und dann plötzlich der Schalter letztendlich umkippt und eben keine Belastung mehr da ist. Das heißt, die Energie ist komplett verbraucht und dann tritt eben diese Müdigkeit, dieses Fatigue-Syndrom auf. Und deswegen ist der eine Part, wo man danach gucken muss, liegt dort eine Störung vor, letztendlich in der Entgiftung eben dieser freien Radikale, dieses oxidativen Stress. Glutathion ist dort ein wichtiger Parameter, das ist eines der wichtigsten Antioxidantien. Von Leberstoffwechsel, Entgiftung notwendig, dann zu schauen, letztendlich liegt ein oxidativer Stress vor, ja. Lipidperoxidation erhöht, DNS-Oxidation, die Oxidation letztendlich der DNA, oder liegt nitrosativer Stress vor. Auch das, ohne im Detail letztendlich darauf einzugehen, was das ist, eine wichtige Größe. Dann halte ich für ganz wichtig zu gucken, was passiert mit der Stresshormonachse, die zu bewerten. Und hier haben wir die Möglichkeit, einerseits Cortisol direkt zu bestimmen im Tagesprofil. Das geht über eine Speichelhormonmessung, da nimmt man mehrere Speichelhormonproben ab über den Tagesverlauf. Und dann sieht man richtig so eine Tageskurve mit der Freisetzung von Cortisol. Und Cortisol, dieses Stresshormon, ist morgens am höchsten und fällt im Laufe des Tages ab. Und wenn man dort Störungen hat, hat man entweder eine Überfunktion, das hatte ich vorher schon erwähnt, oder eine Unterfunktion, dass man zum Beispiel so eine ganz flache Kurve hat, oder was viele Patienten entwickeln oder Menschen entwickeln, die die Problematik haben, dass eben morgens letztendlich man das Problem hat, gar nicht in die Gänge zu kommen und erst abends letztendlich dann fit und wach wird. Und das ist ganz häufig so eine Adrenalfatigue. Das beurteilen wir damit, mit diesem Test. Wir gucken nach Adrenalin, Noradrenalin, das sind Katecholamine, die Stresshormone. Wir gucken nach dem Belohnungshormon Dopamin und nach dem Glückshormon Serotonin bei diesem Test. Dann Histamin im Vollblut zu untersuchen, zu gucken, letztendlich liegt eine vermehrte Freisetzung von Histamin vor. Histamin auch ein wichtiger Neurotransmitter, der da in diesen Fehlregulationen auch eine Rolle spielen kann. Dann geht's weiter. Das ist ganz schön viel, gell? Das ist viele Parameter, aber wichtig letztendlich dort differenzialdiagnostisch zu gucken, was muss ich abklären, was spielt dort wirklich eine Rolle. Dann haben wir letztendlich die mitochondrale Funktion, die dort relevant ist, Laktat und Pyruvat zu untersuchen. Und wir haben dann als nächsten Parameter sogenannte intrazelluläre ATP. Das ist ein Funktionstest. Der Funktionstest gibt uns eine Aussage darüber, wie sind die Mitochondrien in der Lage, letztendlich diesen Energietreibstoff, dieses ATP zu produzieren. Das zu diesem Block Adrenalfatigue. Dann haben wir den nächsten Block, das ist dann diese gastrointestinale Beteiligung. Auch das ist eigentlich ein Thema für sich, was jetzt so klassisch in den S1-Linien gar nicht so erfasst wird, bis auf das Calprotectin als Entzündungsmittel, und meines Erachtens ist es viel zu wenig.
bei der Mikrobiomdiagnostik, oder wir wissen heute letztendlich, dass das intestinale Mikrobiom, also die Vielfältigkeit der Bewohner in unserem Darm, dass diese Dysbiosen oder Fehlbesiedlungen einen möglichen Triggerfaktor auch für schwere Verläufe darstellen. Und dazu sollte man eigentlich auch, oder da muss auch das Hintergrundwissen wichtig, dass eben diese Bakterien in dem Darm auch Stoffwechselprodukte produzieren, die per se letztendlich immunregulatorisch wirksam sind, die das Immunsystem supprimieren, die diese überschießende Antwort verhindern. Und Dysbiosen, Fehlbesiedlungen dort im Darm, die können dann eben das Ganze triggern. Also da zu untersuchen und zu gucken, ist immer dann sinnvoll, wenn eben nach Long-Covid, Post-Covid dann eine gastrointestinale Beteiligung vorliegt, wenn praktisch plötzlich neu aufgetretene Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden vorhanden sind. Dann ist es dort wichtig zu gucken, was macht das Mikrobiom, und letztendlich der nächste Punkt zu gucken, Glutenintoleranz, Weizensensitivität. Auch solche Dinge können sich sekundär mal aufpfropfen, wenn zum Beispiel auch gleichzeitig eine neurologische Symptomatik besteht. Die Transglutaminase-Antikörper, die gegen das beim Gluten reagieren, die können letztendlich zum Beispiel auch mit Gewebe im Gehirn reagieren, zum Beispiel im Kleinhirn, und dort auch neurologische Probleme verursachen. Gastrointestinaler Symptomkomplex. Dann habe ich die erweiterte Vitalstoffdiagnostik. Die Vitamine, die Sie vorher in dieser Basisdiagnostik gefunden haben, sind nicht die einzigen Mineralstoffe und Vitamine. Und deswegen macht es in vielen Fällen auch Sinn, auch das wirklich umfassend dort zu gucken. Ich habe das separat getrennt, weil natürlich die Untersuchungen auch teuer sind, sodass man sich dort raussuchen kann oder wählen kann letztendlich, wie geht man strukturiert vor, gerade wenn jemand dann auch Selbstzahler ist und sagt, okay, ich kann nicht da, sagen wir, hunderte von Euro letztendlich investieren, geht man dort Step by Step und zielgerichtet vor. Das sind die Profile, die Vorschläge, dass man nach Jod guckt, dass man nach den anderen Vitaminen guckt, nach B2, nach Niacin zum Beispiel, Pantothensäure, Vitamin B5, oder, das sieht man bei diesem Profil Plus hier, das sind zwei Parameter, die, genau, das zeige ich Ihnen gleich mal, die hier wichtig sind. Das ist das Coenzym Q10 und die Alpha-Liponsäure. Beide Coenzym Q10 auch für den Energiestoffwechsel relevant und Alpha-Liponsäure eben auch als Antioxidanz, als Entgiftung relevant. Auch noch ein wichtiger Hinweis, Sie sehen hier, manche Parameter wiederholen sich hier. Und es ist so, wenn Sie jetzt ein Profil anfordern, das und das, und da sind die Parameter zweimal drin, dann werden die natürlich nicht doppelt bestimmt und dann doppelt abgerechnet, sondern da erfolgt die Analyse natürlich nur ein einziges Mal, und die entsprechenden Preise, die Sie dort aufgeführt finden, die reduzieren sich. Ja, also das ist auch noch wichtig zu wissen. Und an letzter Stelle hier habe ich noch aufgeführt die virale Co-Infektion. Da habe ich jetzt mal Epstein-Barr-Virus-Infektionen aufgeführt. Allerdings muss ich das sagen, das halte ich nicht unbedingt für die wichtigste Diagnostik, sondern hier kann man das machen, wenn man sieht, IPC ist erhöht, wenn andere Faktoren ausgeschlossen sind. Das ist nicht an erster Stelle, das steht einfach der Vollständigkeit halber hier mal mit auf dem Anforderungsbogen mit drauf. Genau, so, das war praktisch der Anforderungsbogen, den Sie hier nochmal in der Vollständigkeit sehen. Und wie funktioniert es jetzt, wenn Sie sich dafür interessieren oder Diagnostik? Sie finden, wie gesagt, auf meiner Homepage, das ist die oben eingeblendet nochmal, hier ist die Homepage, finden Sie dann dieses unter der Rubrik Labordiagnostik die Anforderungsformulare, und Sie haben dort mehrere Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass Sie letztendlich sich die Materialien, diese gewünschten Analysen auswählen und sich direkt das mit einer Verbindung mit dem Termin machen für die Blutentnahme, oder direkt mit mir einen Termin ausmachen, wenn da Beratungsbedarf besteht, wenn dort eine umfassende Diagnostik notwendig ist. Oder die andere Möglichkeit, die Sie haben, dass Sie die Testmaterialien bestellen und sich dann, wenn Sie zum Beispiel weiters weg wohnen, ich sitze ja in Mainz, wenn Sie also praktisch weiters weg wohnen, wenn Sie sagen, ich habe jemand vor Ort, der ein ärztlicher Kollege, Kollegin, die Blut abnehmen kann, dass die dann die Blutentnahme letztendlich
eventuell durchführt und sie damit letztendlich sozusagen in einer doppelten Betreuung drin sind. Auch noch ganz wichtig, ich habe es erwähnt, ich bin ja ausschließlich privatärztlich tätig. Das heißt, ich kann diese Testpakete nicht verschicken für irgendwelche vertragsärztlichen oder kassenärztlichen Leistungen. Da bitte ich um Verständnis dazu. Das geht leider nicht. In den Fällen würde ich Ihnen echt empfehlen, sich das zum Beispiel mal anzugucken und sagen, okay, das ist die Basisdiagnostik, die wird empfohlen. Und das dann mit Ihrem entsprechenden Behandler zu besprechen und mit ihm das zu vereinbaren und zu gucken, was ist denn in Ihrem Fall sinnvoll, in Ihrem speziellen Fall sinnvoll? Welche Untersuchungen sollten denn gemacht werden? Ist es sinnvoll, eventuell eine direkte Überweisung zu einem Fachkollegen zu machen? Also das liegt in der Entscheidung letztendlich Ihres Behandlers. Gut, das war es, was ich Ihnen vorstellen wollte zur Labordiagnostik bei Post-Long-Covid. Ich weiß, diese Wissenschaft letztendlich, Medizin ist im Fluss, dieses Anforderungsformular kann und wird sich ändern. Ja, das heißt, ich gewinne neue Erkenntnisse dazu, ich gewinne neue Inhalte dazu. Ich habe vielleicht von Ihnen die eine oder andere Anregung, was wichtig wäre, was man aufnehmen sollte. Dann bin ich da sehr offen. Da haben Sie die Möglichkeit, letztendlich das Kontaktformular zu verwenden auf meiner Homepage, das finden Sie direkt, oder jetzt bei den sozialen Medien, wo ich die Videos publiziere oder veröffentliche. Bei YouTube oder Facebook gibt es eine Kommentarfunktion, wo Sie auch die Möglichkeit haben, natürlich sagen wir mal, noch was dazu zu schreiben oder Ihre sagen wir, Anregungen und Ideen mir mitzuteilen. Und natürlich, wie gesagt, freue ich mich immer drüber, wenn das Video natürlich auch geteilt wird und Sie das an Betroffene entsprechend weiterleiten.